Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Battlefield und ich habe eine gute Neuigkeit für euch. Nämlich, ich bekomme demnächst höchstwahrscheinlich, also kaufe ich mir endlich einen neuen PC. Yay! Und das bedeutet, dass ich wieder von alleine, also von hier zu Hause, Minecraft-Videos machen kann. Yeah! Und die kann ich dann nicht aufnehmen, ohne zu Krümel zu gehen. Also, dieser Typ fährt. Also, die kann ich dann aufnehmen, ohne zu Krümel zu fahren. Hab dann einen besseren PC, kann bessere Sachen aufnehmen. Er ist dann schneller und alles. Ja. Und dann gibt es bessere Videos und bessere Qualität und was weiß ich, was ich dann alles Tolles machen kann mit diesem tollen super PC. Ja. Okay, wieder zurück zu unserem Spiel hier. Wir spielen also gerade wieder Battlefield Midway. Unsere Freunde erobern bereits die Karte, den Strand. Hier Gus und Stan, Ricky, Robbie, Walter und Jacob. Ich vermute mal, dass man ihn Jacob ausspricht. Wir haben gleich den Posten hier eingenommen. Dürfte nicht so schwer werden. Und gleich dürften uns ein paar Japaner um die Ohren fliegen, weil die wahrscheinlich diesen Posten hier haben wollen. Japaner, die kennen wir ja schon gut genug. Die spielen ziemlich unfair. Die haben nämlich Waffen. Nein, ist ja nicht so, dass wir keine Waffen haben und... Oh, da kommen sie ja auch schon. Granate hätte ich gerne. Wirf die Scheiße! Was, nur einen getroffen? Komm, da treffe ich doch mehr. Na, geht doch. Vier. Wuhu. Zuwachs von 400% oder so. Ach, keine Ahnung, ich bin schlecht in Mathe. Gönnen wir uns mal eine Panzerabwehr, ne? Ich mag Panzerabwehr, die ist cool. Damit kann man Panzer abwehren. Badumtsch. Sag mal, warum kommen die an Land und... Ja, das ist der Nachteil, also das Dumme bei diesen Japanern, die... Ah! Die kommen an Land... An dieser Stelle hier und rennen sofort auf die Brücke los und holen sich nicht den Posten. Haben die einen Panzer? Oh, in der Tat. Und er ist schon weg. Ja, das ist das Blöde bei den Japanern hier. Das heißt, die sind dumm und da ist mal wieder unsere Computerblödheit. Ja, kennen wir ja schon, ne? Schade, schade, Schokolade. Oh, hier sind viele Flugzeugchen. Ich habe nur noch 2 Schuss. Ich sollte eine Waffenkiste aufsuchen. Oder ich gehe in dieses Unterstützungsfahrzeug und hole mir ein bisschen Zeugs. Hier gibt es ja auch gleich hier drin. Die Dinger sind echt praktisch. So, da ich will, dass die Japaner den Posten hier einnehmen, weil es ja nicht, weil es sonst nicht spannend ist, verziehe ich mich mal mit dem Unterstützungsfahrzeug und fahre ein bisschen über die Insel. Kommt sowieso gerade ein zweites. Hallo. Auf wen ballern die da? Ach, auf die Flugzeuge. Okay. Oh, ich habe eine Idee. Ich hole mir den Jeep. Wem gehört dieser Panzer? Der gehört auch uns. Wir haben die ganze Insel eingenommen. Was zur Hölle? Wie haben wir das gemacht? Aussteigen. Da ist er. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich liebe Jeeps. Aber erst checken wir mal, ob wir eins dieser Flugzeuge hier... Da ist ein japanisches Flugzeug. Komm schon. Komm schon. Hab ich's? Stürzt es ab? Nein, es ist immer noch da. Sag mal, wie oft muss ich das denn treffen? Hallo? Stirb, jetzt treffe ich nicht mehr. Ah, es kommt wieder, es kommt wieder.
Ja, es qualmt, es qualmt, es lebt immer noch. Meine Güte, wie viel Leben haben diese Flugzeuge oder treffe ich es nur nicht? Ah. Endlich. Das hat gedauert. So, holen wir uns jetzt den Jeep. Und, ja, was machen wir denn jetzt mal? Fahren ein bisschen über die Insel, fahren unsere eigenen Leute tot. Du sollst nicht einsteigen. Blöder Honky Tonky. Hui. Hey, das sind Japaner. Oh. Das waren doch keine Japaner. Habe ich mich leider, habe ich nicht aufgepasst. Das war ich nicht. Das war Krümel. Ja, das war ich nicht. Nein. Nein. Sowas würde ich niemals tun. Was ist denn das hier Schönes? Ah, ein Schiff. Abschießen. War hier nicht irgendwo noch das Hauptschiff von denen? Ein Flugzeug. Ach, Mist. Ganz knapp. Daneben. Oh, au, 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 au. Gut, dass ich ausgestiegen bin. Und gut, dass ich Sanitäter bin. Und die Japaner machen irgendwie schon wieder nichts. Japaner. Was machen die denn? Ah, da. Sie sitzen im Boot und... Ah, da kommen sie endlich. Okay, soll ich sie mal an Land gehen lassen oder soll ich sie jetzt ganz unfair von hier ab schießen? Ich schieße sie mal unfair ab. Vielleicht landet die Granate auf dem Boot. Ah, die fliegen irgendwie nicht so weit, die Granaten. Schade. Irgendwie langweile ich mich gerade ein little bit. Ey, ja, ich glaube, ich leg mich jetzt einfach mal hin. Das ist auch langweilig. Ich könnte die Zeit totschlagen und meine eigenen Leute abschießen. Haha, ist das lustig. Sind das Japaner? Ja, sie kommen an Land. Und zwar hier drüben. Gut. Das Gemetzel kann beginnen. Hurra. Schwimm. Schwimm schneller. Schwimm noch schneller. Oh, ich freue mich schon, wenn ich endlich meinen neuen PC habe. Endlich wieder Hunger Games, Adventure Maps, Mindset. Ich muss nur noch ein ganz klein bisschen sparen. Ach, der ist schon tot. Oh ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da hüpfen ein paar Japaner in den Booten rum und sie kommen einfach nicht an Land. Ach komm, ich gönn mir mal das Boot von den Japanern hier. Fahr ich ihnen mal entgegen. Ach nee, die fahren mit den Booten ja immer so blöd an Land, dass man nicht mehr wegfahren kann. Ah, da kommen welche. Ich werde das Maschinengewehr. Nein, ich werde das Maschinengewehr. Geht nicht. Oh, da kommen sie. Ah, stirbt. Das sind ja nur Scharfschützen. Ein ganzes Boot voller Scharfschützen. Das ist gefährlich. Tötet sie. Mist. Jetzt gebe ich denen auch noch Anschwung. Tötet diese Scharfschützenarmee. Fuck. Oh, oh. Ja, so geht's natürlich auch. Sehr gut, das Boot ist noch im Wasser. Ich kann es benutzen. Ach, jetzt ist eh gleich egal. Die haben nur noch 4 Tickets. Oh. Oh mein Gott. Es ist verschwunden. Oh Gott. Ja. Liebe Japaner, gebt euch bitte etwas mehr Mühe. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einem Let's Play Battlefield. Ich bin einmal gestorben. Wow. Okay, macht's gut. Tschüssi.